Ein bisschen Beef mit Bikern, kann ich auch gleich was erzählen. Warum gehe ich jetzt eigentlich nackig raus? Ich muss mich ja nur anziehen. Erna! Erna! Ist alles beim Gleichen. Nee, die Preise beim Dealer haben sich erhöht. Erhöht, das ist auch schön. Erhöht. Die normalen Namen, ja, beim Mac um 200 und beim Push um 100. Das stimmt also nicht. Beim Höchstpreis. Das stimmt nicht. Ich weiß es nämlich, hast du mich eingestellt. Es ist alles nur auf 100, das wissen sie nicht. Ich komm schon. Freddy, was geht denn ab bei dir? Ja, richtig, ich bin am Flughafen. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Funkfrequenz. Hallo? Hallo? Aber wo warst denn du? Hat gelandet, Bruder, lange Geschichte. Ja, guck, wer da ist. Oder fährst du hin? Marc, wolltest du mitfahren? Er hat mich gerade fast überfahren. Was geht? Aber warst du irgendwo auf der Küste? Auch, Bruder. Ich musste ganz dringend weg nach Russland, Bruder. Familie, dies, das, Urlaub, dies, das. Du warst in Russland auf Urlaub? Ja, ich musste weg, Bruder. Hallo? Blöchen. Kann ich mal Ihr Auto ausleihen? Nein. Okay. Sehe ich da richtig? Ja, siehst du richtig. Matthew, was geht? Digi, was machst du hier? Ich bin gelandet, Bruder. Guck mal, volle Tasche, Bruder. Also von abgehoben zu gelandet, oder was? Hat wer von euch was zum Aufkacken dabei? Ich will dieses Auto haben. Ja, hab ich. Hast du? Nein. Hab ich. Freddy, wir machen Ausflug, danke. Ich bin Freddy. Ich komme jetzt öfters. Ich bin der George. Dass wir wieder miteinander reden können. Und vielleicht, wer weiß, eines Tages. Genau, und so schnell ist das halt auch wieder, dass er weg ist. Entweder ich habe mir gerade Freddy nur eingebildet oder habt ihr ihn gerade auch alle gesehen. Aber da hinten war er auf einmal weg. Weil du auf einmal weg warst. Oder mich ruft Matthew an. Sag einfach, da war jemand von den Bikern, der hat's mitgenommen. Dein Auto? Nee, das stand da noch, oder wo wir gefahren sind. Sag, es sind uns Biker entgegengekommen, die können's gewesen sein. Aber uns sind irgendwie hier welche mit Kutte entgegengekommen, Bruder. Das war der Mechanikerchef. Ach, das war der. Oh, ach so, das ist der Chef. Er hat uns damals zumindest mal die Werkzeugkiste gesehen. Ja, okay, jetzt dürfen wir kein Wort drüber verlieren, dass wir das geklaut haben. Ich wusste halt nicht, dass das der Chef ist. Ist richtig wild. Oh, warte, wir kriegen es immer nicht in den Kreis zu bauen. Nö, wir machen immer Eier. Eier, wir haben Eier. Schnipp, schnapp. Himmel ab. Viele hier kennen dich nicht. Lorenzo ist da, wir könnten heute mit dem reden, ne? Was, mit Lorenzo reden, Bruder? Das ist der erste Tag, willst du mir das echt antun, Bruder? Bist du sicher, dass du reden willst? Das ist jetzt die Frage, ne? Entweder oder, aber er hat sehr entspannt sich angehört. Er hört sich immer sehr entspannt an. Immer entspannt, weil er Dauerhai ist. Hey, guck mal, Freddy, hast mal kurz Zeit. Ey, ihr müsst dir was beichten, ne? Ihr habt geheiratet und ich war nicht dabei? Nee, ich hab meinen Diamanten verloren. Nicht dein Ernst. Aber auf eine dumme Art und Weise. Ich hatte. Nicht dein Ernst. Nee, ich war nicht mehr da. War auf einmal weg, so. Puff. Ich denk mir, der Kunde ist König. Och nee, och. Fast nicht gesehen. Bruh. Oh. Jetzt war ich da erst wo rein. Wo du mich auch am Telefon noch du hast meine beleidigt hast. Lorenzo, lass die E-Mails vielleicht da mal ausreden. Was ist denn mit dir? Er darf auch was sagen. Das Outfit hat eine ganz spezielle Meinung. Seid sicher, ich sehe aus wie ein Terrorist. Das wäre. Ein Guerilla. Ist zu 100% ein Terrorist. Überhaupt nicht, Alter. Guck dir mein Beretta, die sieht aus wie so ein Franzose. Sonny, yo. So dumm. War ein bisschen Code dabei. Ja, vielleicht beim Lesen. Kein Problem, ich kläre das jetzt da mit Marco, mit dem Freddy, ich sag dir Bescheid. Ich heiße nicht Marco. Marc und oder? Ich weiß, das hat ja gehört wie Marco. Aaron ist ja jetzt mit der Olivia, mit meiner Ex zusammen, gell? Ist deine Neue Was? Mit der war ja nur einen Tag zusammen, das war nicht wirklich. Ach so, ja dann. Mach noch nicht kaputt, wir fahren mal, komm. Ui. Er ist runtergefallen, weil er zu blöd ist. Ihr hört one job. Wolfi, bist du noch am Leben? Wolfi? Ja, wir haben Wolfi verloren. Ey, Freddy, pass auf, dass du dich auch runterfällst. Oh nein, au, au! Freddy, ich hab's dir gesagt, mach es nicht! Freddy? Ja, ja Alter, ich hab ihm gesagt, er soll ja nicht hochrennen, damit ihm nicht dasselbe passiert. Mark. Ja, vertrau mir. Ich bin schon Sachen gefahren. Okay. Siehst du, das ist eine G-Klasse. Zur Siebenstraße, da ehemaliges Anwesen. Bauerwald halt, wo die Bäume fliegen. G-Klasse, Bruder. G-Klasse. Ach, stimmt, ja. Da kann ich mich auch noch erinnern.
Oh, geht's dir gut, Bruder? Wer ist da runtergefallen? Ja, ich bin. Ich hab mir einen Backflip gemacht. Hast du gedacht, das Teil da steht in Flammen die ganze Zeit? Was passiert? Wie konntest du mich da überschlagen, Alter? Warte, ich geb dir einen. Wenn du Waffen dran hast, ja. Ach, Scheiße, ich hab drei Waffen dran. Ich hab zwei Langwaffen dran. Ach nee! Und Thomas ist ja die Sch. LAPD hier. Ja, toll. Jetzt hast du überschlagen. Wie viele Personen? Drei. Ich hab, glaube ich, eingekotet hinten. Schrieß. Ja. Sie einmal. Mhm. So, ziehen Sie mich. Drei helfe ich ihn raus. Ja, die dürfen eins, nicht drei sagen, nicht zwei, drei sagen, ah! Drei. Au. Gibt's eine gute, das sah so geil aus. Ich hab gesagt, sie dürfen nicht drei sagen. Wenn sie rechts rauffahren, finden sie Pflanzen. Warte, was? Ich hab gesagt, wir müssen ins Krankenhaus, oder? Ich hab mich mein Anus brennt. Danke fürs Helfen, Prinzessin. Alle dann guten Dinge sind drei und sie sind mein vierter Engel. Ich würde sie gerne auf den Kopf küssen, aber ich eingesperrt dafür. Hallo, wunderschön. Guten Tag. Servus. Folgendes. Marc, was bist du für ein Pisser, dass du mir deine Glock 18 zusteckst? Ja, ich dachte mir so, wenn ich dir zustecke... Ja, bei mir ist sie nicht illegal oder was? Du hast wenigstens Waffenschein. Das Problem ist, was mich momentan unglaublich stört, Helmut wird sehr, sehr schnell aggressiv und sehr schnell beleidigt. Immer. Das ist jetzt krass an, aber ich überlege gerade, ihn zu blattouten einfach. 12 seconds later. Du kannst ihn entlassen. Ist entlassen. Das ist dein Blattout. Bruh. Bitte nicht runter. Oh, pass auf. Pass doch auf. Was machst du? Hatte er einen Maybach eigentlich? Ich hoffe nicht. Du machst das Ganze lustig, weißt du das? Unten dann lang? Ja. Bin verrückt im Kopf. Ja, sag einfach, wir fahren eine Gemüseparty nach Deutschlandsberg. Das ist nämlich eine große Gemüseparty, wo man sich gegenseitig Gurken einschiebt. So. Ah, Bier, Brot, Kohle. Dieses ist auch mal gerade echt lustig. Bruh. Was war das denn gerade? Ich hab. Was war das denn gerade? Geradeaus durch. Wie ist das gerade passiert, hä? Hat mich der Kopflose gerade erwischt? Wunderschönen Abend wünsche ich. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, gleich einen schönen Abend noch. Können wir los? Oder warten wir? Dann bitte einmal aufstehen, dann muss ich Ihnen einmal Handschellen anlegen. Ja. Der mag das eh, die geile Drecksau. Ich stell mir vor, dass ich festhalte. Fragen Sie mal, ob was von hinten macht. Ich bin Sau. Später gekommen als du. Ja, das sagst du immer. Wenn sie uns zusammenarbeiten, das sind so zwei Fliegen mit einer. Hauptsache die Spike-Strips abnehmen, weißt du? Du weißt ja, wie es hier abgeht im PD in den Duschen. Dass jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, hat der roten Stuhl. Das passiert halt einfach. Der eine rutscht aus, der andere rutscht rein. Der andere schreit, ich meine. Gut, der eine bekommt mal vielleicht Pommes eingeführt, der andere vielleicht mal Tiefkühlkarotten. Richtig wild. Ach, du heiliger Muttergottes. Ich glaube, die Seife ist runtergefallen. Sehr viel Spaß in der Dusche mit dem Tiefkühl. Ich werde aber auch für die ganzen Pitiler nach dem Dienst humpeln. Warte, ich habe Sushi im Kühlschrank. Es wird kalt. Nein, es wird alt. Würstchen? Was machen Sie denn so Schönes? Würstchen tue ich gerade beobachten. Nicht Poppes. Boah, also ich habe nie so eine Frag doch mal jemanden, bitte. Oh, bist du das hier? Bist du der? Ich tue gerade Popo beobachten. Ich zitiere grundsätzlich den Sozialminister. Schokozuckerl. 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 Schokoladenzuckerl. Schokozuckerl und Schokozuckerl. Schokozuckerl. Schokozuckerl.